Ihr wolltet Sansa zerkleinert zurücklassen? Dann das werden wir ja noch sehen. Bei Let's Vernichte oder Zerkleinere den Sansa. Ich werde einfach mal kurz gucken, der Fresser. Ist es jetzt nicht so der ganz große Overkill, den ich jetzt hier an den Tag lege? Ich werde einfach die kleinen Männchen im Hintergrund, einfach die Meinzelmännchen, guten Abend, werde ich einfach mal ignorieren. Weil sie mich jetzt wahrscheinlich eh nicht großartig treffen. Der Sender ist schon umgeworfen. Und Jesus Christ, 53.000 Lebenspunkte. Und diesmal habe ich ihn komplett runtergehauen. Boah, geht das schnell. Da hat der Dixon länger durchgehalten. You're on the highway to death. Highway to death. Ich keine Ahnung, ich würde am liebsten die Musik noch ein bisschen laufen lassen. Adio Maria Draco. Wenn ich aber gerade die Stimmen verwechselt. Und jetzt kann ich gerade mal ein bisschen spieken. Weil ich habe eine. Es geht schon direkt los, aber ich kann kurz spieken. Joni Doze. Oder Doze, oder ich weiß nicht genau, wie ich den Namen ausspreche. Falls du zugucken solltest. Ich hatte ja schon eine Antwort auf die Frage, was ist, nenne ich denn hier Signaturfähigkeiten? Habe ich dir, glaube ich, schon beantwortet, aber Signaturfähigkeiten habe ich die Fähigkeiten getauft, die jeder Charakter so unikat unten in dieser Angriffsbefehlsleiste in der Mitte hat. Also beispielsweise für den Schulk die entsprechenden Monado-Fähigkeiten, für Dunmer den Todesblütentanz, für Fiora diese Drohnenfähigkeiten, je nachdem, was sie für eine Drohne eingesetzt hat. So. Wie gesagt, ich könnte wesentlich, das heißt wesentlich, so wesentlich auch nicht mehr. Ich hätte noch die zwei Level mehr leveln können. Ich hätte noch ein paar krasse Juwelen schmieden können, beispielsweise für wesentlich höhere kritische Trefferchancen. Ja, mach deine lächerliche Titanen-Bazooka, mein Freund. Ja, jetzt seht ihr, warum ich inständig drum gebeten wurde, diesen Kampf erst überleveln. Deswegen. Ich habe keine Vision. Ich bin nur powerful. So powerful! Und power! Wenn ich die Stimme nicht richtig kenne. It shows me my enemy. It reveals the future I must change. The future we see is not set in stone. Ja, wir haben sie schon gesehen. Sie sieht gut aus. Mit einem mit einem schönen großen Dörflein. Mit Lopon. Einem Lopon-Haus. Es muss 6 Ultimate sein. Why should we care? Genau, warum sollten wir? Wir sind überlevelt. What's important isn't whether you can see the future or not. It's the will to make a choice. Wollt ihr das überhaupt sehen? Wir haben es schon mal gesehen, aber ich finde es nach wie vor toll. Our destiny is our own. Genau, deswegen kann ich im Dunkeln blau leuchten. Und mit euren vereinten Kräften bin ich Captain Monado. A Monado. It is not only you that has the right. Every living thing has the freedom to choose the path they walk. And that is the future. A third Monado has appeared. How could this have happened? You are mere mortals! Überlevelte Mortals, die dir den Harsch versohlen. Ich sage ihn Harsch, weil auch er ein Mann ist und Männer haben bekanntlich Haare auf dem Hintern. For Final Boss Time! Oh, ich liebe es. Ja, was ich vielleicht noch sagen könnte. Es gibt eine Monadentheorie, die von dem Herrn, ich habe jetzt den kompletten Namen vergessen, Leibniz, der auf dem alten 50-Mark-Schein abgedruckt war, falls ihr noch jemand kennen sollte, aufgestellt hat. Er war so eine Art wissenschaftliches Multitalent. Oh mein Gott, den hau ich echt kaputt. Der die sogenannte Monadentheorie aufgestellt hat. Und demnach ist Gott selbst das ursprüngliche Ur-Monado. Und alle anderen Schöpfungen, die von Gott hervorgingen, tragen selber jeweils ein Monado in sich. Ein Wirtschaftswissenschaftler in der Neuzeit hat dann irgendwann mal die Theorie aufgestellt, dass jedem Sandkorn, jedem Lebewesen das komplette Wissen des Universums innewohnt, nennt das Monado, dass es allerdings einen Führer braucht, um dieses Wissen überhaupt verfügbar zu machen für den, der dieses in sich trägt. Dieser Führer könnte hier Elvis sein. Und Elvis ist Monado. Elvis ist in diesem Moment Gott. Es ist das dritte Monado, das wahre Monado, das Urmonado,
das, was in der Lage ist, die niederen Monados von Sansa und Maenel mit einem Streich zu durchdringen. And I will proclaim the end. But that's impossible. Shulk, it is time for you to choose. Does this world belong to Sansa, or does it belong to you? That is something I decided long ago. Das wahre Monado, das Urmonado. Das einzige Monado, welches die anderen erschaffen und vernichten kann. Laut der Monadentheorie. Today, we use our power to fell a god and then seize our destiny. Die Monaden, die so etwas wie die Seele des Wesens darstellen. Sehr gute Analogie, Tetsuya Takahashi, die du hier eingefügt hast. Super. All that I am is fading. The memory of a god's existence, born from the chaos of creation. Es ist übrigens der gleiche Leibniz, den ich meine, nach dessen Basen seine Kekse benannt hat. Ich hab den ganzen Namen jetzt gerade nicht parat, aber wozu hat man Technologie namens Internet? Moment. Ach Gottchen, worunter habe ich das nochmal gefunden? ich gebe einfach mal Leib. Nee. Wer es nachlesen will. Ach Gott, jetzt kann ich Leibniz nicht mehr schreiben. Leibniz. So, das müsste es sein. So, Gottfried Wilhelm Leibniz, jawohl. Der Herr mit der schnuckligen Dauerwelle. Vielleicht füge ich das Ding ein. Philosoph, Wissenschaftler, Mathematiker, Diplomat, Physiker, Historiker, Politiker, Bibliothekar und Doktor des Weltlichen und des Kirchenrechts. Der frühen Aufklärung. Also, ich sagte ja, Multitalent. Und er, wie gesagt, Urheber dieser Monadentheorie. Infinitesimalrechnung. Gibt einen schönen Eintrag dazu auf Wikipedia. Gottfried Wilhelm Leibniz. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne da mal durchlesen. Ich habe es mir vorhin einmal gemacht. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut wiedergegeben. Ja, ansonsten, ich habe die FAQ-Folge gemacht. Ich habe so ziemlich alles gezeigt, was ich machen konnte. Abgesehen eventuell von einer Geschichte. Aber, ja, ich habe von der Sammlung, ihr wisst ja, die Item-Sammlung. Für jedes Gebiet kann man Items sammeln, registrieren. Die verbrauchen sich damit, dann schaltet man damit Goodies frei. Es gibt einen Reiter Seltsames, der unabhängig von den entsprechenden, wie heißt es, Gebieten ist. Und dafür muss ich die entsprechenden Gegenstände ertauschen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber, FAQs gemacht, alles gemacht, Big Four gemacht, alle Twists, die mir möglich waren, gemacht. Es ist so traurig, ich will nicht, dass es aufhört. Ich will Xenogears nochmal machen. Ich will Final Fantasy VI nochmal machen. Oder manche möchten, dass ich Mega Man und Dr. Wallys Rache nochmal mache. Eventuell tue ich das auch. Trinia irgendwie nochmal machen. Keine Ahnung, dieses wohlig warme Gefühl im Bauch. Wenn ich so an diese Wahnsinnsprojekte wie viele Zuschauer hatten, aber es ist sowas von scheißegal. Gerade, obwohl ich es jetzt erwähne, aber ich möchte es erwähnen, weil, keine Ahnung, ich finde irgendwie die Projekte, die wenigsten Zuschauer hatten, waren für mich persönlich die geilsten. Nier, Xenogears, das hier, Chrono Cross auch, obwohl viele immer gemeckert haben, hey, das ist halt wieder eine blöde Story, meh, Chrono Cross, meh, blödes Kampfsystem, meh, ja, total blöd, das Spiel. Nein! Das war super. Zumindest für Mechaniker wie mich. Also für Mechanik-Abuser mehr oder weniger wie mich. Das gibt Bauchschmerzen. Oder ist es eine Blinddarm-Operation? Du darfst nicht operieren! Du bist nicht Dr. House! Ja, ich, wer dieses grandiose Ende nochmal sehen will mit allem drum und dran, soll sich das Ende angucken. Bei mir, bei jemand anderem, whatever. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dies ist jetzt das tatsächliche Ende. Das war's. Es ist vorbei. Alles ist tot und vernichtet. Naja, nicht ganz. Es ist immer noch so schrecklich für mich. Ich werde jetzt wahrscheinlich mir ungefähr eine Woche Zeit lassen,
Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht überfällt es mich zwischendurch. Ich brauche jetzt nach dem Riesenaufwand, den ich hier reingesteckt habe, brauche ich einfach mal eine Pause. Eventuell starte ich mein ein kleines Nebenprojekt, vielleicht mache ich Mega Man Dr. Wallys Rache als Replay nochmal. Weil mein Kommentar in der alten Fassung überhaupt nicht geht. Xeno wird schon wieder viel zu lang, ich trainiere gerade einfach nochmal. Es geht mir näher, der Soundtrack, Xenogears, der Soundtrack. Ah, oh, June Mermaid, ich liebe June Mermaid, da könnte ich kotzen vor weinen, weil es so schön ist und Emeralda mir nochmal durch den Kopf schwirrt, die Nanomaschinenkolonie, Emeralda, die ganz zum Schluss in dieser Optionalquest da plötzlich erwachsen wird, die Gefühle, die da drin stecken. Ich liebe es, wenn Gefühle in Spielen stecken und sie mich berühren, wie Nier. Wie das hier. Ich liebe JRPGs dafür. Ich liebe die Zuschauer, die mit mir darauf einlassen können. Deswegen, ich liebe euch alle. Lasst euch küssen, lasst euch umarmen, lasst euch... Am liebsten würde ich irgendwas Gutes für euch tun. Aber... kommt dann irgendwie nur Sachen raus. Beantwortet mal irgendwelche dämlichen Fragen, nicht wahr, Omega? So. Nachdem wir wieder Brüste gesehen haben und einen britischen, akzentischen Sprecher hier gerade in der Nahaufnahme sehen, sage ich mal, auf Wiedersehen. Es muss vorbei sein. Bis demnächst. Oder auch nicht. Euer Frankfurt 13.